Bei Protesten im Iran sind mindestens 3 Menschen ums Leben gekommen. Seit Tagen gehen in mehreren Städten Menschen auf die Straße. Auslöser der Proteste war der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini. Sie war zuvor von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie gegen die strengen Kleidervorschriften verstoßen haben soll. Antje Dietrichs. Szenen aus dem Iran. Eine Frau sitzt auf einem Versorgungskasten und schneidet sich die Haare ab. Dazu ruft die Menge: Tod dem Diktator. Ein Video vom Marktplatz in Kerman, veröffentlicht auf Twitter. Überprüfen lässt es sich nicht. In einem anderen Video tanzt eine Frau um ein Lagerfeuer und verbrennt dabei ihr Kopftuch. Auch hier jubelt die Menge. Andere Frauen machen es ihr gleich. Es ist wie ein Tanz auf dem Vulkan. Seit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini gehen im Iran immer mehr aufgebrachte Menschen auf die Straße und posten in den sozialen Netzwerken Bilder wie diese. Die Proteste werden offenbar immer aggressiver und brutaler niedergeschlagen. Inzwischen sind dabei bis zu 4 Demonstranten getötet und Dutzend weitere verletzt oder festgenommen worden. Die 22-jährige Mahsa Amini aus dem westiranischen Kurdengebiet ist vergangene Woche in Teheran von der Religionspolizei verhaftet worden. Wegen des Tragens unangemessener Kleidung, so die offizielle Darstellung. Auf der Polizeiwache fällt sie ins Koma und stirbt später im Krankenhaus. Der Vorwurf der Demonstranten lautet nun Folter und Misshandlung. Die iranische Polizei weist die Anschuldigungen zurück. Irans Innenminister spricht von Vorerkrankung, die die Frau gehabt habe. Seitdem schlägt der Fall hohe Wellen, auch international. Am Rande der UN-Vollversammlung betonte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock gegenüber der dpa: Die Frauen, die jetzt in Iran auf die Straße gehen, fordern die Freiheit, sich selbst zu entfalten, und zwar ohne dabei um ihr Leben bangen zu müssen. Sie müssen gehört werden, denn diese Frauen fordern Rechte ein, die allen Menschen zustehen, nichts anderes als ihre unumstößlichen Menschenrechte. Seitdem kommt das Land nicht zur Ruhe. Die Proteste dauern an. Sie gehen weiter auf die Straße und protestieren für Mahsa Amini und die Freiheit. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.